Liebe Leute, willkommen zurück zu Survival Fountain of Youth und wir springen direkt rein. Ich war selbst noch nicht drin jetzt, habe ja gesagt, möglicherweise mache ich das off-camera. Dann dachte ich so, nee, ich könnte schön mitkommen. Hier auch die ganzen Qualen durchstehen, die ich hier durchstehen muss, mit Hin- und Herrennen und allem. Und im Kommentarbereich war tatsächlich im Gespräch, ob ich da nicht vielleicht lieber ans Wasser ziehen sollte. Weil dieses Camp hat zwar schon gewisse Sachen, so ein Gerbertisch und sowas und so, aber es wäre vielleicht klüger, von hier wegzuziehen. Was ich gar nicht so verkehrt finde, ehrlich gesagt. Ich muss auch dringend was. Warte mal, 7 Wasser, auch 7. Das können wir ruhig machen. Denn es gibt wohl einen Destillierer oder sowas. Desti. Forschen. Gebrannter Topf. Oh Gott. Und was noch? Lehmziegel. Ja, ich werde alles neu bauen müssen. Ne? Es bleibt wohl leider nicht aus. Was machen wir? Was machen wir? Ich denke auch einfach, um die Mechaniken des Spiels auch komplett auszuschöpfen, begebe ich mich jetzt mal ans Wasser und schaue, dass ich dann irgendwie nach und nach eine Hütte baue. Weil das habe ich ja auch noch überhaupt gar nicht gemacht. Also ich habe mich mit dem Bauen noch gar nicht befasst. Ich habe hier und da ein paar Sachen hingestellt, von denen ich auch nicht alle benutzt habe, manche nur mal so ab und zu. Aber ich denke tatsächlich mal, so eine kleine Hütte, die muss ja jetzt nicht gigantisch groß sein. Ich an dem vorbei. Können wir ruhig mal wagen? Und dann befassen wir uns damit halt noch ein bisschen. Ich muss eben schauen, dass hier trotzdem ein paar Bäume sind. Denn ich werde viele Holzstämme brauchen. Wobei, ja, obwohl. Wie wäre es denn hier so? Ist das nicht eine ganz gute Ecke? Hier, das ist doch perfekt, oder nicht? Freie Fläche. Hier haben wir. Was haben wir denn hier? Kanonenkugel. Das da ist nicht allzu weit weg, falls ich da noch irgendwas brauchen sollte. Aber ich kann die Sachen hier scheinbar verschieben. Jetzt dringt die Hitze auch durch. Ich denke fast, das machen wir. Wir haben hier direkt einen Angelplatz. Ich droppe jetzt mal das Zeug, was so unglaublich viel hier wiegt. Das hier zum Beispiel. Und das alles hier ebenfalls. Jetzt haben wir ein bisschen was und ich ziehe jetzt erstmal los und hole ein paar Termiten, damit ich das parat habe. Denn oben links sehen wir das Sonnensymbol mit dem Thermometer. Das heißt, die Hitze dringt jetzt langsam zu mir durch und da will ich dann wenigstens vorbereitet sein. Ich glaube, so viel kann ich jetzt gerade nicht dagegen tun. Aber warte mal, ist der nicht aggro vielleicht? Nee, okay. Ein bisschen aufpassen. Hier sind auch. Oh, da haben wir noch ein Stück Lehm. Kupfer wäre mir gerade lieber. Wo ist der Vogel? Okay. Da haben wir die Termitenhügel. Dann machen wir das erstmal und dann besorge ich die Werkbänke, die ich da schon habe, erstmal und ziehe die hier rüber. Ach, das ist ja auch Lehm. Ja, perfekt. Mach mal schnell. Ich glaube, ich brauche 3 oder 4 für einen Verband. So, ja, leichte Überhitzung haben wir jetzt schon. Aber das ist schon okay. Machen wir das mal eben. Dann stellen wir jetzt erstmal die Verbände her. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Dafür brauche ich die, die ich weggeschmissen habe. Das heißt, ich hole erstmal die Blätter wieder. Dann gehen wir rüber, stellen die Verbände her. Ja, mit so wenig zu trinken
schwierig. Auch das gibt Wasser. Ich muss hier jetzt leider gerade mal so ein bisschen rennen, weil ich das schnell erledigt haben will. Bevor ich hier irgendwie... Wo ist es? Ah, hier. So, einen Baumstamm haben wir schon, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Hier haben wir jede Menge Lianen. Ja, auch nicht eure Lieblingsinsel, so wie ich das rausgehört habe aus den Kommentaren. Oh, oh, oh. Summer! Was ich auch total nachvollziehen kann. Also das ist wirklich... Aber... Also so eine Insel, auf der es ständig windig ist, ist irgendwie auch nicht so super. Also... Keine Ahnung. Mal schauen. Aber ich will jetzt zum Bauen und so... Ich hoffe, dass das dann auch reicht, so eine Hütte zu haben, um hier nicht die ganze Zeit an Überhitzung zu leiden. Das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Ich habe den Eindruck, das ballert einfach die ganze Zeit und man ist immer überhitzt, sobald man auch nur vor die Tür kommt. Aber wir schauen mal, wie es ist. Interaction. Er hier. 5 Leute. Los geht's. Sehr schön, das hätten wir. Ich gehe mal kurz hier rein. Wir haben immer noch die Überhitzung und... Was ist denn jetzt schon wieder gewesen? Kein geeigneter Mörser? Das hat doch aber gerade schon geklappt. Oh Mann, ey, das ist wirklich... Das ist wirklich nicht ideal in dem Spiel hier. Weil das stand wahrscheinlich unten links, aber bis man da hinguckt... Also mein Instinkt ist es nicht, nach unten links zu schauen, um zu gucken, ob irgendeine wichtige Meldung ist. Ich finde, das sollte in der Mitte stehen, wenn irgendwas kaputt geht. Weil so hat es jetzt wieder nicht geklappt. Und jetzt muss ich wieder... Das ist einfach... Nicht ideal, wirklich nicht. Weil jetzt scheitert es wieder an einer Kokosnuss und einem kurzen Griff. Dafür brauche ich einen großen Ast. Ach Gott. Dann machen wir es halt so. Aber eigentlich einen großen Ast dabei haben auf dem Kanu. Denn ich habe ja allerhand Geäst und Holz mitgenommen. Das müsste eigentlich, müsste ich das da haben. Aber also bei manchen Sachen wird mir vorher angezeigt, das kann ich leider gerade nicht machen, weil der Zustand des Dings nicht reicht. Jetzt konnte ich anfangen und mittendrin ist der Mörser dann kaputt gegangen. Aber trotzdem habe ich noch gar nichts hergestellt. Oder ich gucke gleich nochmal, aber irgendwas passt da noch nicht so ganz zusammen. So, stellen wir das erstmal dahin. Oder wir gucken nochmal. Aber nee, das ist alles nicht fertig geworden. Aber ich habe nur noch 2 Termiten. Sehe ich das richtig? Das heißt, dass es nicht nur nichts geworden ist, es ist sogar zerstört worden währenddessen. Finde ich irgendwie eine komische Mechanik. Aber gut, was willst du machen? Es muss weitergehen. Wo bist du? Wir sind gleich da, kannst du was trinken. Spinne, so ein Typi.
Zeig mal her. Auch das Wasser nicht abkühlt, finde ich ein bisschen sehr merkwürdig, weil, also Wasser kühlt doch ab, oder nicht? Oder nicht? Großen Ast haben wir, aber leider... Leider keine Kokosnuss. So, dann schauen wir mal kurz, wo wir den kurzen Griff herstellen. Einfach so. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ich bin der Meinung, da müssten ein paar Kokosnüsse sein. Eine genügt ja. Und dann kann ich die ja verbrauchen, die ich dabei habe. Also das kann ich auch so machen, weil das ist ja eine grüne. So, haben wir hier was? Hier haben wir Datteln. Noch nicht wieder da, ne? 4 Tage, 8 Tage sogar. Tja, schade. Schade, schade. Was fehlt hier? Leichte Überhitzung ist abgeklungen. Wieso kann ich die Kokosnuss nicht? Ach, jetzt. Okay. Inventare. Gib mal her. So, und jetzt muss ich mich aber zurückziehen und schlafen. Ja, es ist ein bisschen, also es ist ein bisschen zu viel des Guten, bin ich fast der Meinung. Ich glaube, es hätte dem Spiel gut getan, wenn es ein bisschen weniger Baupläne gehabt hätte oder so. Oder irgendwie, also ich, bei anderen Spielen fällt mir das so gar nicht auf, dass ich sage so, ach nee, jetzt brauche ich das erst und das und so. Hier und da gab es mal ein Spiel, wo ich gedacht habe, ja okay, jetzt kann man es auch irgendwie übertreiben. Aber so im Allgemeinen habe ich bei Survival-Spielen nicht so den Eindruck, dass man so ständig hin und her muss, um die kleinsten Kleinigkeiten zu bauen. Und ihr seht es ja, man kann noch so vorbereitet sein, sobald man dann da ankommt, ist wieder irgendwas anderes nicht ganz genug und dann geht das kaputt und dann muss man wieder was sammeln und so. Also das ist so ein bisschen der Hin- und Her-Rennsimulator inzwischen, weil es wirklich so unglaublich viel gibt und leider nicht überall die gleiche Menge an Ressourcen, was ja irgendwie klar ist, aber dadurch wird es halt immer so ein Hin- und Her-Rennen. Warte mal, wo? Und ja, also ich glaube, auf Dauer kann das ganz schön nervig werden. Und ich spiele das Spiel jetzt nicht so sonderlich lange, vielleicht 18 Stunden oder so. Aber also einfach so für den Spielspaß würde ich fast sagen, liebe Entwickler, nehmt da irgendwas raus oder verstärkt irgendwas. Also macht halt gewisse Sachen haltbarer oder ändert die Mechanik mit dem, jetzt ist der Mörser kaputt und alles, was du dabei hattest an Termiten, ist jetzt auch verloren. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so, aber das war jetzt tatsächlich für die Katz, dass ich die Termiten gesammelt habe und die erneuern sich jetzt auch erst in einer Woche. Das heißt, die Quelle ist jetzt auch weg. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe so einen Mörser und ich fange an und von 45 Minuten für 5 Verbände
arbeite ich 40 und dann geht der Mörser kaputt, dann habe ich ja trotzdem schon was gemacht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, wenn ihr mir schon die Mechanik vorgebt, hier vergeht Zeit, du musst darauf achten, wie der Zustand deiner Sachen ist, dann gebt mir wenigstens so einen Rest, dass man sagt, okay, immerhin, ich habe ein bisschen was geschafft, aber es ist jetzt einfach verloren. Tja. Was ist hier bei Upgrade? Das heißt, das Ding brauche ich, aber ich schlafe jetzt erstmal ein bisschen. Ruhig ein bisschen. Doch, so ist schon okay. So, ein neuer Tag. Das sollte ich dringend nehmen. Was gibt's? Oh, das sage ich nicht. Nein, vielen Dank. Da haben wir die normale Werkbank. Okay. Bewegen. Und dann ziehen wir das einmal rüber. Hier ist zwar das Ziel, aber auch dafür brauchen wir erstmal den Kupferbarren. Und deshalb machen wir es jetzt mal ein bisschen entspannter und ich schau mal, also so entspannt, wie mich die Insel lässt. Und dann schauen wir mal, dass wir so ein, was ist das, so ein Töpferofen oder was herstellen, um dann Lehmziegel herzustellen, um dann Destillierer herzustellen, um dann das Meerwasser zu destillieren, um dann ausreichend Flüssigkeit zu haben. Aber ihr merkt schon, also es ist, oh, hau ab. Es ist ein, wo ist die Werkbank jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Ja, Spinne, okay. Also, während man das transportiert, darf man nicht angegriffen werden. Hauptsache, sie steht hier noch. Ja, da ist sie noch. Bewegen. Ja, also es sind alles tatsächlich nur Kleinigkeiten, die hier so ein bisschen den Spielspaß nehmen. Ich bin sicher, es gibt auch welche unter euch, die sagen, das ist genau richtig so, wie es ist und so. Das ist halt ein Survival-Spiel, das soll schwer sein und ich will von Insel zu Insel springen und gucken, wo jetzt nach 8 Tagen wieder was nachgewachsen ist und so weiter. Aber mir persönlich geht da der Spielspaß ein bisschen vor. Also ich spiele hier keinen Survival-Simulator, sondern ein Spiel, in dem ich vor meinem Rechner sitze und mit der linken Maustaste halt so tue, als würde ich irgendwas überleben müssen. Und ich finde, da kann man auch mal 5 gerade sein lassen und sagen, ja komm, jetzt ist es halt so oder so. Und das sind ganz kleine Rädchen, an denen sie drehen müssten, meiner Meinung nach. Ich verstehe die auch, wenn die sagen, nee, wollen wir genau so haben. Wir wollen, dass das Spiel nicht so super leicht ist. Aber das kommt vielleicht ja auch noch. Also das klingt jetzt wie, ja, das ist alles schlecht und so. Ist es überhaupt nicht. Leute, ihr kennt mich. Ich spiele das jetzt schon eine ganze Weile und ich habe da immer noch Spaß dran. Aber je länger man das spielt, desto mehr merkt man, ja gut, jetzt hätte man vielleicht doch mal ganz gern die Funktion oder, und ich könnte denen auch gar nicht genau sagen, was, aber irgendwie fühlt es sich hier immer eher nach Arbeit an. Wohingegen ich bei anderen Survival-Spielen, und ich nehme da Green Hell immer ganz gern als Beispiel, da fühlt es sich eher wie, ich spiele ein Survival-Spiel an. Aber das sieht ja vielleicht auch jeder anders, keine Ahnung. Zack. Ja, ich würde gerne einen sicheren Ort bauen, aber Crafting. Das hätten wir. Das reicht gerade mal für ein Fundament.
Ich muss das jetzt mal verstehen. Vielleicht sagt ihr jetzt, ja, aber ein Fundament ist nicht so wichtig wie eine Wand oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Hammer. Okay. Dann gehen wir mal kurz rüber. Weil ansonsten kann dieses Spiel mit ein paar kleinen Verbesserungen und ein bisschen Balancing ohne jeden Zweifel mit auf die Liste von fantastischen Survival-Spielen, bin ich der Meinung. Also das ist, ich habe so den Eindruck, das ist noch nicht so in aller Munde irgendwie. Ich glaube aber auch, und das habe ich auch schon vom Anfang an von diesem Let's Play gesagt, dass Survival gerade so ein bisschen nicht tot ist, aber irgendwie so übersättigt durch hunderttausende Survival-Spiele und viele, die es gern sein wollen, dass da irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist. Und ich finde, gerade dieses Spiel hier bringt es gerade wieder so ein bisschen nach oben, weil hier wirklich an viel gedacht worden ist und das Setting so sehr anders ist. Was aber natürlich nicht heißt, dass es perfekt ist, aber ich denke, das könnte durchaus ganz weit... Was liegt da? Ach nee, ganz weit oben mit dabei sein. Jetzt schauen wir mal kurz. So, der Hammer fehlt. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe auch ein paar Steine dabei. Und wartet mal, was macht denn eigentlich... Machen wir es denn nicht einfach so rum? Kann ich mir das Hin- und Hergerenne grob sparen? Wird sich zeigen, ob hier noch Veränderungen gemacht werden. Mein größter Wunsch ist tatsächlich bisher eigentlich eine Liste zu haben, die ich anheften kann, damit ich weiß, für das und das brauchst du diese Materialien. Also das gibt es ja in den meisten Survival-Spielen, dass man das dann anheftet und dann weiß, was man sucht und was man finden muss und so. Also wenn man sich anschaut, wie viele Baupläne es hier gibt, da kann man sich einfach nicht alles merken. Und warte mal, ist das hier? Ah ja, da sind wir ja schon. So, dann parken wir hier mal ein. So, wir haben noch ein paar Steine dabei. Da ist doch der Hammer. Verstehe ich hier jetzt was falsch? Crafting. Fundament platzieren. Zum Bau von Hausmodulen wird ein ausgerüstetes... So, oder was? Ah, okay. Platzieren. Verwende deinen mächtigen Hammer. Der Hammer wird zur Installation, Verbesserung, Bewegung und Zerstörung von Modulen benötigt. Der Hammer zählt als ausgerüstet, wenn er in deinem aktiven Waffenslot ist. Ohne Hammer kannst du nicht mit den Modulen interagieren. Wird bewegt, wird verbessert, also geupgradet, wird dekoriert, ganz wichtig, wird zerstört. Ja, wird hingestellt. Modul überschneidet sich mit anderen, okay. So, oder? Wie viele kann ich denn davon bauen? Das und das bauen. Okay, das heißt, ich brauche einen Stein und immer eins von diesen Dingern für eine Bodenplatte. Das ist schon nicht wenig. Dann würde ich aber sagen, da drüben sind ein paar Bäume. Ich
Ich muss aber vorher ein bisschen was trinken. Oder wenigstens... Aber sonst wird es langsam knapp. Die holen wir uns mal. Denn ich will natürlich jetzt keine Bäume fällen, die mir Frucht bringen quasi, sondern weil das ist dann wirklich sehr schlecht. Aber ich meine, der Destillierer wird auf jeden Fall nötig sein und deshalb... Was bringt das mir? Biegsamer Ast. Warte mal, davon nehme ich mal... Ich brauche biegsamer Ast. Für den besseren Bogen, wenn mich nicht alles täuscht. Dafür muss ich noch die Werkbank holen. Ja, und jetzt komme ich halt wieder so ein bisschen in die Problematik, dass die Überhitzung immer noch stattfindet, ich aber jetzt ohne den Mörser, also ohne eine Kokosnuss, hier nichts Richtiges herstellen kann, um mich zu heilen. Das heißt, ich muss jetzt die Schatten immer wieder nutzen und vor allem muss ich jetzt immer mal schauen, dass ich möglichst schnell alles mache, um hier nicht hinten dran zu sein. So, lass das mal eben fallen. Zack. Dann würde ich fast sagen, können wir schon eine Kiste bauen vielleicht? Nope. So, den können wir zerstören. Schiffsreparatursatz können wir auch fallen lassen. Das hier ebenfalls. So, dann besorge ich mal den biegsamen Ast. Und auch noch mehr Baumstämme, denn damit mache ich dann diese Werkzeug Dings Bums gelöt. Das ist der offizielle Titel, glaube ich. Genau. Biegsamer Ast studiert. Zack. Was haben wir hier? Hier ebenfalls. Oh, die kann ich gar nicht fällen. Das ist gut zu wissen. Dann müssen leider die Palmen dran glauben. Was ist mit dem Ding hier? Toter Baum. Dann machen wir das erstmal so. Was denn jetzt? Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. So, Crafting. Wie heißt das? Bau? Ein Innenbau? An der Schreinerei Werkbank. Die haben wir glücklicherweise schon. So. Und meine Säge habe ich auch dabei. So. Zack. Hau rein. Das haben wir. Okay. Dann kommt das dazu. Ja, komm. Drop mal was. Wir schnappen uns den Hammer. Ich würde fast sagen, das ist jetzt vielleicht klüger, erstmal eine Wand hinzustellen, anstatt noch mehr Boden, damit ich dann vielleicht wenigstens eine Decke bauen kann, um hier ein bisschen geschützt zu sein. Mich stört es nicht, hier alle 3 Minuten irgendwie Ach nee, warte mal. Ich wollte erst das Dach bauen. Ist das nicht normal so? Wand. Wand mit Tür. Keine geeignete Oberfläche gefunden.
schauen wir hier nochmal. Ich befürchte ja fast, dass ich werde nicht drum herum kommen, hier noch 100 Mal zur anderen Insel zu laufen. Aber wisst ihr, wie ich meine, dass ich wenigstens erstmal so eine Schattenecke habe? Okay. Okay, okay, soweit so gut. Ach, schaut mal, das Symbol oben links. Ich bin geschützt. Stumpf. Und wir hatten hier auch irgendwo noch einen Baumstamm tatsächlich. Aus früheren Tagen. Aber ich muss eh die Werkbank holen. Da liegt er. Dann machen wir das eben. Stellen noch so einen Bausatz her. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal eben. So habe ich mir das gedacht. Interaction. Interaction. So. Schnittwunde versorgen. Das hätten wir. Ja, das ist doch ganz okay, würde ich sagen, oder? Langer Stock, ja, da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Also Steine und lange Stöcke auf jeden Fall. Ich muss dringend irgendwas essen. Oder trinken, besser gesagt. Ich denke, wenn ich diese Hütte so weit habe, dass ich da tatsächlich drin geschützt bin, kann ich das ein bisschen entspannter angehen. Oh, was haben wir denn hier? Ah, perfekt. Warte mal, das bringe ich erstmal zurück. Weil ich dann mich immer wieder zurückziehen kann und dann da in Ruhe an der Werkbank irgendwas machen kann oder was auch immer. Aber unter den Umständen hier ständig von Schatten zu springen, ist eben einfach eigentlich nur Stress. Ich meine, jetzt geht's hier nachts, aber mit der Nacht kommt eben auch schlechte Sicht und das führt zu Verletzungen und so weiter. Deshalb machen wir es, aber ich bin schon sehr viel weiter, als ich dachte tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell hinbekomme hier. Den biegsamen Ast, den hauen wir auch mal raus und dann holen wir jetzt erstmal die Werkbank. Und schlafen da vor allem erstmal. Und vielleicht kann ich das Bett ja auch mitnehmen. Ansonsten können wir das hier bauen. Muss ich hier mal eben schauen, was haben wir? Ist das Kaffee? Myrobalanen? What? Hier haben wir Kaffee. Auch langer Stock in 12 Tagen. Das ist doch ganz gut. Das ist doch ganz gut. So eine kleine Ecke, so ein bisschen noch das Dach ausbauen, noch eine Wand rein, dass die Hitze erstmal mehr oder weniger überlebbar ist. Das ist auch nicht verkehrt. Denn wir brauchen Steine zum Bauen. Nicht verletzen. Sehr gut. Komm, hau dich hin. Na? Der leichte Überhitzung. Natürlich. So, das hätten wir. Bringt das Wasser? Oh, gar nicht mal wenig. Das machen wir mal. Dann sind wir über 60. Das ist sehr schön, das freut mich. Hier gibt es ein paar Äste. Die werde ich auch noch brauchen, so ist nicht. Aber das hier ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Jetzt schnappen wir uns die Werkbank. Und ziehen rüber.
Aber ja, jemand hat geschrieben, natürlich ist das so sehr zäh, das Spiel, weil das will natürlich auch, dass man hier Zeit verbringt und alle möglichen Baupläne und so. Der Umfang ist durchaus Absicht, damit man hier halt alles nutzt, um irgendwie zu überleben und so. Das würde ja auch unlogisch sein. Und da stimme ich auch zu, wenn man die Story einmal durch hat, dann baut man hier wahrscheinlich nichts mehr. Also ich bin da nicht so. Ich habe richtig gern Fortschritt und beende auch gern Stories, soweit es dann aushaltbar ist, je nach Story. Aber ja, völlig klar. Und deshalb... Na, wo bist du? Und deshalb mache ich das jetzt auch hier mit der Hütte und dem Ganzen. Also ich habe jetzt nach so vielen Stunden durchaus verstanden, dass es hier alles ein bisschen langsamer vorangeht als bei manch anderem Spiel. So, machen wir mal so. Das platzieren wir da mal. So. Schauen wir mal. Haben wir noch eine Wand, vielleicht mit einem kleinen Fenster, um ein bisschen rauszuschauen. Die Langstöcke habe ich hier. Sehr gut. Dann Gebäude. So. So. Kann ich so genau sehen. Wir machen es mal lieber so rum. Upbracken. Dann haben wir das mit Blick aufs Meer. Und dann irgendwie ein Dach. Ach, Leute. Jetzt haben wir erstmal Schatten. Oh, davon brauchen wir neue. Also ziehen wir los und besorgen ein paar Baumstämme. Was macht er denn da? Und hoffentlich ein bisschen was Wassermäßiges, damit ich hier was trinken kann. Vielleicht finden wir noch eine Kokosnuss oder irgendeine andere Form von Frucht, die mir irgendwie Wasser gibt. Ansonsten müsste ich vielleicht ein bisschen umherziehen und schauen, denn ich möchte jetzt ungern hier verdursten. Aber auch das fällt damit rein in diese Kritik von wegen, es ist so ein Hin- und Her-Rennspiel und die Mechanik mit der Zeit und so. Wenn man hier stirbt, ist es jetzt auch nicht so super dramatisch. Also dann verliert man zwar das Zeug, was man dabei hatte, aber es ist markiert, wo das war. Man hat die faire Chance, das wiederzuholen. Also so super dramatisch ist es am Ende halt nicht. Die Datteln geben kein Wasser, ne? Nee. Das hier aber. Was haben wir denn hier? Ein Stück Kupfererz. Ja, danke. Nicht ausreichende Haltbarkeit des Werkzeugs. Hier. Reparieren. Denn dafür gibt es zwei Baumstämme. Da sage ich natürlich nicht nein. Aber warte mal. Ach nee, das muss ich ja an der Werkbank machen. Sehr schön, die Sonne geht unter. Ach, wie schön das aussieht. Und dann kann ich da wesentlich gelassener rangehen, wenn ich erstmal eine richtige Wasserversorgung habe und ein schattiges Plätzchen, um hier ein bisschen mich zurückziehen zu können. Denn so ist diese Insel im Besonderen eine ziemliche Stressinsel, wobei die mit dem vielen Wind, wie gesagt, ist in meinen Augen genauso schlimm. Und ich glaube, das wird noch mehr Stress hervorrufen, weil man die ganze Zeit diesen Windgeräusch hat und so. Und so ist es halt die Hitze und man hat wenigstens die Chance, nachts hier irgendwie zu arbeiten, sich abzukühlen. Aber eins nach dem anderen. Und jetzt mit dem Dock in der Vogelregion
ist das Reisen natürlich auch ein bisschen leichter und dann werde ich hier noch einen Dock hinbauen und dann ist das alles nicht mehr so stressig. Und in der Vogelregion haben wir ja nun wirklich alles vorhanden. Mal schauen wir mal, ob die leichte Überhitzung hier abklingt in der Nacht. Ja, wie empfindet ihr das denn mit den Survival-Spielen? Also ich habe ja hier wirklich auf dem Kanal viel mit Survival, auch viele Ersteindrücke, die so Mechaniken hatten von Survival-Spielen. Ich habe die ganzen bekannten Survival-Spiele gespielt und so und irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, es ist jetzt einfach immer das Gleiche. Es ist, finde einen Stock, finde einen Stein, bau dir eine Axt, fäll einen Baum, daraus ein Fundament und eine Wand. Es war immer das Gleiche, es hat sich überhaupt nicht mehr unterschieden. Es fühlte sich alles wie aus so einem Baukasten an. Und das ist dann so überhäuft worden, dass ich dann irgendwie so dachte, ja, irgendwie ist so die Luft raus bei Survival irgendwie. Die großen Survival-Spiele sind immer noch super und alles, aber irgendwie fehlt's da so ein bisschen. Und erst bei dem Spiel dann dachte ich so, das hat durch Setting und so fühlt sich das nochmal ein bisschen anders an. Und tatsächlich empfinde ich das auch immer noch so. Achso, warte mal, jetzt muss ich erstmal den Hammer ausrüsten. Ach nee, warte mal. Das geht ja so hier. Sehr schön. Dann eine weitere Wand. Ja, ich sehe gerade nicht, was ist denn? Das ist außen, da habe ich es auf der anderen Seite falsch gemacht. Naja, mein Gott. So, oder? Das ist doch ganz okay. Hier kann man jetzt richtig laufen. Die beiden kann ich hier raufziehen. Dann haben wir den Punkt schon mal. Hinzu kommt so ein Ding. Interaction. Eine Spinne greift an. Aua. So, das hätten wir schon mal. Dann würde ich sagen, holen wir die Werkbank hier rüber. Platzieren diese dort. Und dann haben wir doch schon mal ein bisschen was erreicht, oder nicht? Zeigt nochmal Crafting, dass ich wenigstens eine Kiste schon mal herstellen kann. Dafür fehlen die kleinen. Ich schau mal eben im Kanu nach. Und jetzt kommt allmählich der Wassermangel durch. Zeigt mir hier, haben wir noch irgendwas Sinnvolles? Das nehmen wir mal mit. Okay. Eine Kiste, bitte. Hier. Die mal dahin. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was. Was machen wir da rein? Die ganzen Verbände, würde ich sagen, oder? Falls ich angegriffen werde, kann ich mich jederzeit zurückziehen. Das kann auch erstmal rüber. Auch die Termiten leider. Ich hoffe, ich finde noch mal welche. Auch das Zeug hier. Und auch das Stück Kupfer. Die normale Werkbank. Achso. Schwacher Bogen. Was habe ich denn Neues dazu gelernt? Ah, hier. Dreimal biegsamer Ast an der verbesserten Werkbank. Wie kann ich die upgraden? Geteilter Baumstamm und Lianenseil. Was haben wir denn hier? Geteilter Baumstamm.
Und Lianenseile muss ich, glaube ich, erst herstellen. Dann verbessern wir die Werkbank. Dadurch kann ich den besseren Bogen machen oder einen Teil davon. Denn ich glaube, ich brauche das hier. Können wir die alle rüberziehen? Ja. Zeig mal her. Tödliche Dehydrierung. Oh nein. Wie lange dauert das? 45 Minuten. Okay, die ist jetzt verbessert. Ich muss jetzt dringend was zu essen, zu trinken finden. Denn ich habe gar nichts mehr. Ja, ich nehme schon Schaden, aber vielleicht finde ich noch was. Wächst hier irgendwo was. Ansonsten, auch wenn hier jetzt Bäume sind, die mir ein bisschen was geben, was Wasser hat quasi, hält das auch nur einen Tag oder so. Und dann muss ich irgendwas Neues finden. Maniok, gibt das Wasser? Tatsache. Sehr gut, das ist schon mal ein Anfang. Maniok. Haltbarkeit des Werkzeugs. Ist das nicht das Messer? Ach, die Schaufel. Kann ich leider nicht reparieren. Ja, machen wir es erstmal so. Ziehen uns hier die beiden rein. Und dann wird mir nichts anderes übrig bleiben, als nochmal in die Vogelregion. Zum einen für Kokosnüsse. Da haben wir noch Termitenhügel. Eine Spinne greift an. Das ist okay. Okay, soweit so gut. Dann schaue ich mal eben, was ich brauche, um das Ding herzustellen, was ich eigentlich schon habe, den Brennofen. Das ist machbar. Denn ich glaube, aus der Vogelregion diesen Brennofen hierher bringen, ist nicht möglich. Weil man kann den ja nur so direkt verschieben und nicht einpacken quasi. Aber die Herstellungskosten sind jetzt sehr moderat, deshalb baue ich das einfach nochmal. Und daraus bastel ich dann den Destillierer oder den Topf zumindest für den Destillierer. Völlige Erschöpfung. Das heißt, ich hau mich jetzt erstmal hin. Ich baue jetzt mal eben ein Bett. Schlafe ein bisschen. Dann geht's nochmal in die Vogelregion. Da besorge ich alles, was mir in irgendeiner Form Wasser bringt. Und eine Kokosnuss für einen neuen Mörser. Und dann sollten wir eigentlich in der nächsten Folge angehen, dass ich den Destillierer baue. Weil ohne den ist es, glaube ich, hier seine Basis zu haben, nicht möglich. Also außer mit ständigem Hin- und Herrennen. Und einen Dock sollte ich hier noch bauen, damit ich da wirklich
die absolute Ruhe habe, um hin und her zu gurken und nicht hier immer selbst das Ruder in die Hand zu nehmen. Ist gut, ist gut. Hab ich eine Spinne gehört? Aber ja, und diese Grundversorgung wird sehr schwierig. Und ich bin jetzt schon wieder an der Grenze. Und wenn ich jetzt noch schlafen muss, mal schauen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt schauen wir mal kurz. Oben ist das Überhitzungssymbol. Das ist auch jetzt noch da. Ich befürchte ja, das muss ein komplett abgeschlossener Raum sein. Das hauen wir mal eben rüber, auch den Stein weg und die Dinger und das, damit ich hier ein bisschen Platz im Inventar habe. Auch Lampenöl kann rüber und auch der Vogeltrank und die Säge und das. Ja, leichte Überhitzung ist jetzt schlimmer geworden. Machen wir mal so. Wir bauen. Ach, das wird schwer. Eieiei. Nee, was mache ich jetzt? Das bringt mich jetzt um. Nee. Da muss ich jetzt leider umdenken. Ich gehe jetzt direkt in die Vogelregion. Anders wird's nichts. Weil jetzt nach da hinten zu laufen, diese Palmblätter besorgen, um ein Bett zu bauen, wird so lange dauern, dass ich dann verdurste. Dann riskiere ich es lieber, hier hinzukommen. Haltbarkeit, das ist okay. Und dann wassermäßig, aber vielleicht habe ich Glück und es ist direkt was da, was ich trinken kann. Oder es regnet gerade. Das wäre natürlich absolut fantastisch. Aber in jedem Fall, um die Vorbereitung auf der Kupferinsel abzuschließen, muss ich jetzt allerhand wasserhaltige Früchte und Bambusflasche, Gefäß, was auch immer, auffüllen und mitnehmen, damit das hier nicht so frustig wird. Weil also die ganze Zeit da irgendwie Schutz suchen und dann irgendwo eine Kokosnuss und so, das dauert dann doch ein bisschen zu lange. Und die Ressourcen sind ja auch begrenzt. Und ich kann immer nur zur nächsten Insel, aber auch das kostet Zeit. Ja. Zieldock ist noch nicht freigeschaltet. Was ist das denn? Das ist natürlich schlecht. Mein Dock habe ich da, aber ist es noch nicht freigeschaltet? Ich weiß nicht. Was heißt das? Naja, gib mal Gas. Muss ich das jetzt irgendwie freischalten und sagen, hier, das ist jetzt ein Schnellreisepunkt oder nicht? Ausgewählt habe ich den Punkt, er hat den auch akzeptiert zum Schnellreisen, aber wie ihr seht, bin ich da 400-500 Meter weiter entfernt. Andocken, ist es das vielleicht? Dockingbereich betreten, andocken. Kein Standort. Andocken, kein Standort. Das ist sehr merkwürdig. Keine Ahnung.
macht das mehr Sinn? Andocken. Kein Standort. Keine Ahnung. Zeig mal die Karte. Reisepunkt. Okay. So, völlige Erschöpfung. Vorher kann ich leider nicht schlafen gehen, bevor ich nicht was zu trinken habe. Da oben sind die Orangenbäume. Und ich war jetzt nicht sonderlich lange weg. Ich bin also nicht sicher, ob das hier alles schon nachgewachsen ist oder nicht. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Zeig mal her, doch, das sieht doch gut aus hier. Sehr gut. Sehr schön, das haben wir. Jetzt kann ich schlafen gehen, auch wenn das wieder knapp wird, aber jetzt die ganze Zeit Schaden zu nehmen, ist auch nicht die Lösung. Aber so könnte es werden. Wenn ich den Plan hinbekomme, so mit sich jetzt alles einpacken, was irgendwie Wasser gibt, dann sollte es eigentlich machbar sein. Und das Gute ist, hier kann ich auch ein paar Baumstämme... Obwohl, die Baumstämme kann ich nicht mitnehmen auf dem Kanu, oder? Kann ich die einfach fallen lassen da drauf? Ich glaube hier fast nicht. Denn die Kupferinsel bietet nicht so super viele Bäume jetzt. Ich brauche jetzt auch nicht mehr so super viele von diesen Bauwerkkästen, aber... ist auch nichts drin. Ach, ich habe hier ja noch was. Auch nicht schlecht. Aber immer noch nicht genug. So, komm, wir schlafen. Sehr gut. So, das Ding hier. Ändern. Ich kann es auseinandernehmen. Dann bekomme ich... Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann machen wir es so. Tödliche Dehydrierung. Auch das wieder. Aber wir haben die Orangenbäume da. Schiffsreparaturset. Ist hier noch irgendwas sehr Brauchbares? Nee, gerade nicht. Oh, jetzt darf es gerne regnen. Ja. In Orange. Nein. Es ist wie Durst haben und so eine Capri-Sonne bekommen. Ja, es wird ganz schön knapp. Ich befürchte, das ist alles noch nicht nachgewachsen. Aber ich bin der Meinung, direkt hier vorne, hinter diesem Tor... Ein Stückchen weiter beim nächsten Vogelnest müsste eigentlich eine Palme sein, an der noch Kokosnüsse wachsen. Denn da bin ich mehrmals vorbeigelaufen und habe die, glaube ich, nicht genommen. Da vorne, glaube ich. Und jetzt hoffe ich natürlich auf Regen und überlege, ob ich einen zweiten Regensammler bauen sollte. Oh, Gott sei Dank. Eine Kokosnuss muss ich behalten, das darf ich nicht vergessen. Das hätten wir geschafft, Leute. Sehr gut. Also, verdursten werden wir schon mal nicht. Zumindest nicht hier. Und jetzt läuft es genau nach Plan.
Zeig mal her, kann ich so ein Ding nochmal bauen? Ist das sehr aufwendig? Hier? Habe ich alles auf die Schnelle leider nicht da. Wie sieht es denn mit einem weiteren Trinkbehälter aus? Der sollte doch eigentlich drin sein, oder? Hoffentlich regnet es jetzt lang genug. Ach so, warte mal, das haut er jetzt da rein. Naja, ist auch nicht so schlimm. Füllt er das live auf hier quasi oder muss ich da jedes Mal aus dem Menü raus? Na doch, Tatsache. So, und hier kann ich mit D zwischen den Behältern wechseln. Das heißt, das haben wir jetzt voll. Ja, regne ruhig die ganze Zeit. Das ist völlig okay. Darum sind wir hier. So, um den Brennofen zu bauen, haben wir jetzt alles, glaube ich. Ich glaube, das hat mir 1:1 alles wiedergebracht. Genau, das kann ich also so auf der Kupferinsel bauen. Damit baue ich dann... Warte mal, wo ist das Ding? Das Ding, nämlich den gebrannten Topf. Für den gebrannten Topf brauche ich einen rohen Lehmtopf. Für den brauche ich Lehmstreifen. Für Lehmstreifen brauche ich die Töpfereiwerkbank. Okay. Das heißt, hätte mir alles nichts gebracht, denn ich brauche die Töpfereiwerkbank. Das ist das hier. Für die brauche ich einen halben Baumstamm. Den bekomme ich aus einem Baumstamm. Okay. Ja, leider kann ich, also ich glaube, dass ich Baumstämme leider nicht mitnehmen kann. Das wäre natürlich fantastisch, aber... Bin ich sicher. Dafür gibt es nur lange Stöcke, das ist Quatsch. Schade. Der Regen ist schon wieder weg. Na komm. Probieren wir das mal. Ich fürchte fast, das könnte ein bisschen zu weit weg sein. Gegenstand fallen lassen. Schade. Oh. Ich kann es nur probieren, aber ich mach's mal so. Ich fäll jetzt hier nicht weitere Bäume. Obwohl, warte mal, das muss ich ja auch gar nicht. Ich kann die Dinger ja hier bauen.
Denn ich habe hier ja auch so eine Werkbank. Dann kann ich nämlich die fällen, die nur diese Blätter haben oder so, oder nur die Rinde. Und komme dann mit so am besten 10, 15 von diesen Bauwerksätzen zurück. Weil da sind Bäume sehr begrenzt. Baue ich die Hütte fertig, dann baue ich einen Dock. Und so kommt das doch, glaube ich, ganz gut zusammen, oder? Dann kann ich den Mörser endlich bauen, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Mit dem mache ich die Termitenpaste. Damit schütze ich mich, heile ich Überhitzung. Die ich aber hoffentlich nicht so häufig bekomme, weil ich ja jetzt die Hütte habe. Dann brauche ich die Töpferwerkbank, um den Topf herzustellen. Aus dem mache ich dann unter anderem den Destillierer. Keine Säge. Haben wir noch eine? Eine Säge brauche ich. So, jetzt habe ich zu viel Krempel dabei. Aber so langsam wird's. Es ist alles. Komm, drop das mal kurz hier. Es ist alles wirklich viel. Also das merkt ihr ja an der Aufzählung schon. Um das zu haben, brauche ich das. Um das zu haben, muss ich das herstellen und das dann dafür. Und wenn man dann alles hat, fängt man an zu bauen und dann, Säge kaputt. Und dann muss man halt wirklich vorher ganz genau hinschauen, was man braucht. Und dafür wäre halt dieses Anheften richtig gut. Um hier ganz genau sehen zu können, was ist nötig, was brauchst du. Die Schaufel muss ich ebenfalls. Die können wir ja zerstören. Die kann raus. So, dann müssen wir eine kaputte Säge hier haben. Wobei, die ist scheinbar komplett kaputt gegangen. Eine haben wir nämlich noch. Ich habe jetzt leider die Kiste auf dem Kanu nicht komplett geleert, als ich drüben war, aber gut. Dann brauche ich einen massiven Stein, um diese Säge herzustellen. Und dann sollte es eigentlich gehen. Aber ja, der Destillierer ist nicht ganz so leicht. Also, ach nee. Aber das sollten wir in der nächsten Folge eigentlich schaffen. Das sollte eigentlich drin sein. Den Topf im Brennofen. Lehmstreifen aus Lehm. Aber das ist meine einzige Möglichkeit, da dauerhaft ein bisschen zu überleben. Ansonsten wird es wirklich ein bisschen sehr schwer. Die behalten wir hier mal. Der Stein kann ebenfalls rüber. Das Ding kann rüber. Ansonsten. So, wir schauen uns das nochmal ein bisschen genauer an. Also, ich möchte das haben. Was ist das denn hier? Lehmziegel werden ebenfalls darauf gemacht. Okay, das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Das heißt, ich brauche die Werkbank. Halber Baumstamm und geteilter Baumstamm, das bekomme ich so hin. Den Destillierer, dafür brauche ich den Lehmziegel, den mache ich auf der Töpfereiwerkbank. Und den gebrannten Topf mache ich in dem Brennofen, den ich quasi schon in der Tasche habe. Warte mal, dafür brauche ich aber einen rohen Lehmtopf. Ah ja, genau. Und der wird aus Lehmstreifen gemacht. Lehmstreifen wird ebenfalls an der Töpfereiwerkbank aus Lehm gemacht. Ja. Okay.
Das heißt, Lehm finde ich in den Termitenhügeln. Da ist immer ein, zwei, drei Lehmklumpen drin. Das ist okay, das habe ich. Dann die Werkbank an sich aus halbem Baumstamm und geteilter Baumstamm. Im Endeffekt kann ich den halben Baumstamm hier schon besorgen. Ich weiß gar nicht, ob der Baum, den ich hier jetzt gefällt habe, hat ja nur einen Stamm abgeworfen. Sieht fast so aus. Und dann hoffe ich, dass der Destillierer das alles wert war. Weil das ist ein riesiger Umweg, um an so ein Ding zu kommen. Aber wenn der mir alle zwei Tage 10 Einheiten gibt oder irgendwie sowas, irgendwas, was meinetwegen im Notfall irgendwie benutzt wird, dann bin ich schon zufrieden. Ansonsten ist natürlich ärgerlich. So, das war der halbe Baumstamm. Den haben wir jetzt. Und zwei geteilte Baumstämme. Haben wir noch Gewicht? Ja. Denn dann haben wir sowohl den Brennofen in der Tasche und auch die Töpfereiwerkbank. Und dann brauche ich im Grunde nur noch Lehm, um... Ach, ihr wisst schon... Die kleinen kann ich auf jeden Fall hier weghauen. Jetzt kann es gern noch mal regnen, denn ich muss hier auch sowieso noch mal schlafen. Und sollte nochmal losziehen, glaube ich, um ein paar Kokosnüsse und sowas zu besorgen. Vielleicht finde ich nochmal irgendwo einen Orangenbaum oder so eine Drachenfrucht oder wie das Zeug heißt. Das hier. Jetzt haben wir alles. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt haben wir alles, um das Ding zu bauen. Wir haben im Kanu alles, um das Ding zu bauen. Und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Weg. Das Ding brauche ich, um einen Kupferbarren herzustellen. Das ist durchaus machbar, auch auf der anderen Insel. Wir schlafen. Es regnet leider nicht. Wir schauen hier nochmal rein. Da ist nichts weiter drin. Okay. Ich würde sagen, wir bauen uns hier zwei und dann... Haben wir das? Oder das könnte doch durchaus klappen jetzt. Wir haben vier davon. Das reicht erstmal für noch eine weitere Wand und eine Decke. Zeig mal her, ist hier inzwischen was dran wieder? Wie lange dauert das noch? 15 Tage, hier war ich schon mal gerade erst. Da aber, sehr schön. Salzwasser-Interaktion. Stillt den Durst nicht. Ah. Das kann ich dann hier einfüllen und dann wahrscheinlich in den Destillierer hauen. Nee. Ja, da habe ich noch keinen Dock.
kann denn mein Kanu da stehen? Okay. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon hin. Da bin ich ganz optimistisch. Ich überlege gerade, ob ich alles an alles gedacht habe, aber ich glaube schon. An die Dinge, die ich da jetzt erstmal brauche, die sollten jetzt eigentlich sicher sein. Ich baue das jetzt auf. Ich kann jetzt einen neuen Mörser herstellen. Den kurzen Griff habe ich, glaube ich, noch auf der Insel. Damit kann ich die Paste herstellen gegen Überhitzung. Ich kann den Brennofen aufstellen. Ich kann... Warte mal, wo muss ich hin? Da drüben, ne? Brennofen, die Töpfereiwerkbank. Und daraus wird der Destillierer. So, da sind wir schon. Ich denke, die einzige Sache, an die ich jetzt nicht gedacht habe, ist, welche Werkzeuge ich brauche, um das da jetzt hinzustellen. Kann also durchaus sein, dass es jetzt gleich heißt, du brauchst einen Hammer. Aber gut. Sei es drum. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen knapp vom Platz her, aber... Sehr schön. Das haben wir. Wir benötigen das was, glaube ich. Das auf jeden Fall. Das Lehmzeug, oder? Na, ist zu viel. Mann, jetzt. So. So, jetzt noch den Brennofen. Dann die Lehmstreifen. Schaffen's, wir schaffen's, Leute. Und dann wird's hier auch langsam ein bisschen knapp. Ja, ich stell's mal so hin. Das ist vielleicht besser. Das haben wir.
Lehmstreifen stellen wir her. Daraus wird hier der gebrannte Topf gemacht. Dafür brauche ich den rohen Lehmtopf. Zwei Lehm... Verbesserte Töpferei-Werkbank. Gut, Leute, wir machen hier einen Cut. Ist schon, aber ihr merkt schon, ich bin so gerade im Tunnel irgendwie. Jetzt habe ich langsam so zusammen, aber auch jetzt brauche ich dafür wieder was Besseres und es zieht sich immer weiter. Aber das kriegen wir schon hin. Nächste Folge, ich bin halbwegs versorgt. Leute, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.